fühlt sich das eigentlich an? Was? Na, wenn man alles vergisst. So wie Honig im Kopf. So. Honig im Kopf, ein schöner Schweigerfilm, mal wieder auf den Punkt. Ach, toller Film. Habe ich geweint am Ende, aber richtig geweint. Wie lange hast du schon Honig im Kopf? Seit ich nicht mehr denken kann. Auf jeden Fall geht es um einen Mann, der hat Alzheimer. Was dein Opa jetzt braucht, ist ganz viel Liebe von dir. Um ihm seinen letzten großen Wunsch zu erfüllen, entführt die kleine Tilda ihren Großvater nach Venedig. Denn dort verbrachte er vor langer Zeit die Flitterwochen mit seiner geliebten Frau. Ich glaube, für alle Angehörigen ist das der totale Horror, jemanden so, ja, verlieren zu sehen. Habe ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich dich liebe? Wenn, dann habe ich es vergessen. Demenz hat auch natürlich viele komische Momente. Und ich finde, jeder Betroffene, ich kann erlaube mir das zu sagen, weil mein Vater eben auch an der Krankheit betroffen war. Und ich auch manchmal das entlastend fand, wenn man dann einfach mal darüber gelacht hat. Wie viel macht 9 plus 3? Sie wissen nicht, was 9 plus 3 macht? Und Sie sind Arzt? Ja. Man spricht über das Thema, aber es ist trotzdem so ein bisschen Comedy. Genau, so ein bisschen Comedy dabei. Also es ist schön anzusehen, obwohl es auch Drama ist. Ja. Sagt die Nonne zum Bauern, der da sein Gemüse anbietet, ich hätte gern eine Gurke. Sagt der Bauer, nehmen Sie doch zwei, dann können Sie eine essen. Dass Dieter Hallervorden sich irgendwann noch mal als seriöser Schauspieler etablieren kann, das ist eine großartige Nummer. Opa? Meinen Sie mich? Viele haben gesagt, ach was, das kann Didi Hallervorden, der war doch immer Palim, Didi Hallervorden, eine Flasche Pommes frites. Nein, war er natürlich nicht. Und Honig im Kopf hat einfach gezeigt, dass es ein ganz großer, ernstzunehmender Schauspieler ist. Und dass dahinter dieser Fassade des Komikers noch viel, viel mehr ist. I make my way home, I make my way. Es fühlt sich so scheußlich schlimm an. Wenn man einfach gar nichts mehr weiß. Da muss ich sagen, das war echt ein ganz, ganz toller Film oder ist ein ganz toller Film, der auch alle Auszeichnungen mehr als verdient hat. Der Erfolg war harte Arbeit. Nicht zuletzt, weil es während der 2,5-monatigen Dreharbeiten zwischen Schweiger und Hallervorden nicht immer ganz so harmonisch zuging. Filme machen ist eine Auseinandersetzung. Wenn sowas Schönes dabei rumkommt, dann ist jeder Kampf, ja, der ist richtig gekämpft. This is a song about somebody else. Ich mag Til Schweiger, großer Hero. Wichtig für Germany, fast so wie die Merkel. Ich finde, der ist der deutsche Schauspieler, Produzent, Regisseur. Also er hat sich wirklich bewiesen. Finde ich echt cool. Ein Lob an Til.